Hi, ich heiße Jasmin Böjek-Schleking und bin Erziehungswissenschaftlerin und Kulturpsychologin. Was möchte ich heute in meinem kleinen Vortrag mit Ihnen besprechen? Ganz einfach. Ich möchte etwas erzählen über sprachsensiblen Umgang mit unseren internationalen Kollegen. Wir haben in unserer deutschen Ankunftsgesellschaft immer mehr internationale Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten möchten. Jedoch müssen wir sensibler damit umgehen, wie unsere Sprache funktioniert. Sprache ist nämlich sehr dynamisch und verändert sich von einer Bubble zur nächsten. Was ist eine Bubble? Beispielsweise eine Bubble ist eine kleine Arbeitswelt, wie beispielsweise die Arbeitswelt Einzelhandel, aus der ich zufälligerweise stamme. Stellen Sie sich doch mal vor, ich komme zu Ihnen als Abteilungsleiterin und sage Ihnen, Sie möchten eine Kiste mit Herrenhemden aufbügeln. Was werden Sie wahrscheinlich machen? Sie werden zur Schneiderei laufen, das heiße Bügeleisen nehmen und die glatt bügeln. Ich wollte aber eigentlich von Ihnen, dass Sie einen Kleiderbügel in die Hand nehmen und diese Herrenhemden auf diesem Kleiderbügel hängen, damit ich die hinterher auf den Wasserfallständer hängen kann. Was meine ich jetzt schon wieder mit Wasserfallständer? Wasserfallständer sind die Exemplare mit den angewinkelten Armen, wo die Kleidung draufgehängt wird. Zwei Irritationsmöglichkeiten in einem Satz. Jetzt gehen wir mal in eine andere Bubble, in eine andere Arbeitswelt, Pflege. Was ist denn da eventuell ein Problem? Da sprechen Sie doch viel Latein, medizinische Fachbegriffe, die werden doch gelernt. Ja, aber Alltagssprache verändert sich. Und in einer Bubble sprechen Menschen auch irgendwann eine gewisse Umgangssprache, die neben dieser Fachsprache abläuft. Sagen Sie doch mal als Praxisanleiterin Ihrer Auszubildenden, sie soll bitte auf die Glocke gehen. Könnte ein lustiges Bild werden. Was meint es aber eigentlich? Und zwar meint es, dass ein Patient geklingelt hat und die Auszubildende schauen soll, was denn der Patient wünscht. Ein weiteres schönes Bild könnte sein, wenn Sie zu einem Arzt gehen und der sagt, ach, der Knochen ist schon da. Ich glaube nicht, dass er den Knochen als solches in der Hand hält, sondern vermutlich eher das Röntgenbild eines Knochenmeins, was vor kurzem erst gemacht worden ist. Denken Sie mal darüber nach, wie Ihre Alltagssprache in Ihrer Arbeitswelt ist. Und überlegen, ob Ihre neuen Kolleginnen aus dem Ausland Sie wirklich immer verstehen. Viel Spaß beim Zuhören.